Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es hat jetzt doch mal wieder eine Weile gedauert. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich bin irgendwie absolut nicht dazu gekommen, meine Sachen weiter abzudrehen, die ich euch jetzt schon seit einiger Zeit zeigen wollte. Irgendwie kam immer was dazwischen, sei es Krankheit, sei es irgendwelche anderen Dinge, um die man sich kümmern musste. Ja, irgendwie hat es bisher nicht geklappt. Heute ist Donnerstag, heute ist Männertag, Vatertag. Falls irgendwelche Väter, Männer hier zuschauen. Ja, ganz liebe Grüße und einen wundervollen Tag für euch. Ich nutze heute die Zeit, um euch endlich die restlichen Sachen zu zeigen, die hier bei mir noch stehen. Ja, womit fange ich an? Ich habe erst überlegt, ich habe mir alles in eine Kiste gepackt, damit ich nicht irgendwas vergesse. Und ich müsste mal gucken. Ich habe erst überlegt, ob ich es einfach euch zeige und gemischt lasse, falls irgendwas durcheinander gerät. Aber ja, da kommt dann, glaube ich, so mein innerer Monk durch, dass ich es doch gerne lieber geordnet hätte. Ich fange an mit Kreativzeitlos. Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, die Sachen liegen alle schon einige Wochen hier bei mir. Ich habe diese, die jetzt alle da drin sind, auch tatsächlich überhaupt noch nicht benutzt oder sonstiges, was sehr schade ist, weil ich doch ja eigentlich für den Muttertag mir ein Stempelset mitbestellt hatte bei Kreativzeitlos, was aber nicht tragisch ist, weil Muttertag kommt Gott sei Dank jedes Jahr. Ihr seht, ich habe mir 3 Sets bestellt. Und als erstes ist es, wie gesagt, dieses besagte Set. Ich finde das richtig, richtig schön. Ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera, damit ihr auch ein bisschen erkennen könnt, was da drauf steht. Dieses Set nennt sich auch Muttertag. Und dann haben wir hier so Sprüche wie Glück ist, eine Mama wie dich zu haben. Dann haben wir die Lieblingsmama. Alles Liebe zum Muttertag. Danke für alles. Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich liebt, bevor er dich kennt. Den finde ich richtig toll. Und meine Mama ist die Beste. An dieser Stelle, falls meine Mama zuguckt, du weißt, du bist sowieso die Beste. Ja, dieses Set, richtig, richtig schön, habe ich, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr so wirklich dran gedacht, weil ich es eben immer alles in eine Kiste zusammenpacke, damit ich nicht vergesse, euch irgendwas zu zeigen. Und ich habe ja das ein oder andere Stempelset hier und habe die benutzt. Aber wie gesagt, es ist nicht tragisch. Und selbst wenn... Man muss diese Stempel ja auch nicht nur zum Muttertag benutzen. Man kann seiner Mama auch so mal eine Freude machen. Und dann benutzt man dieses Set natürlich. So, des Weiteren habe ich mir ein Set bestellt. Das nennt sich Kreativmensch. Ein super tolles Set, wenn man seinen Bastelfreunden mal eine kleine Freude machen möchte. Denn wir haben hier auch Sprüche wie, du bist mein Kreativmensch, du bist meine Bastelqueen. Mit dir teile ich meine Stempel und Stanzen. Kreativfreundinnen für immer. Mir reicht's, ich gehe basteln. Auch ein sehr cooler Spruch. Kreativität verbindet. Guten Freunden schenkt man ein Küsschen, den Besten ein Stempel. Den finde ich auch richtig fetzig. Ja, dann haben wir hier wieder so ein kleines Herz. Mag ich auch total gerne, wenn man immer so kleine Sachen noch dazwischen hat. Du zauberst die schönsten Dinge aus Papier und du bist mein Kreativmensch. Ich finde die Stempelsets, die Kreativzeitlos macht, wirklich schön. Also die sind richtig, richtig toll. Ich habe schon das ein oder andere... bestelle nicht so oft dort, aber ich hatte, ich glaube sogar hauptsächlich wegen dem Muttertagstempel dort bestellt. So, und dann habe ich noch dieses Set bestellt, das nennt sich Becherstempel Ostern. Warum Becherstempel, zeige ich euch gleich. Ja, die sind halt wie gesagt für Ostern, haben wir auch jedes Jahr. Und dieses Set wollte ich unbedingt haben, weil ich mir fürs nächste Jahr schon Gedanken gemacht habe, wie ich so kleine Goodies im nächsten Jahr an Ostern verschenken möchte. Ich zeige euch mal noch, ach du dickes Ei. Und zwar, hole ich das mal gleich her, habe ich mir hier solche tollen Becherchen mitbestellt. Richtig cool. Da haben wir einmal diese Höhe, also auch alles immer direkt mit Deckel. Und ich finde das richtig cool, gerade an Ostern, ein bisschen Ostergas rein, das Goodie rein, was man verschenken möchte. Jetzt kriege ich den hier nicht rauf, aber die passen. Ich habe es schon probiert. Man muss es halt ein bisschen drücken.
Und dann kann man den Becher eben halt auch noch super schön verzieren. Und dann habe ich mir für hier oben eben diese Stempel mitbestellt. Und es gibt für diese Becher, jetzt muss ich aber noch zeigen, ich habe mir noch andere bestellt. Ich habe sie dann nochmal in Weiß, weil auch Weiß finde ich eine richtig, richtig schöne Farbe bei solchen Dingen. Und Moment, ich hole sie einfach mal raus. Ich habe mir nämlich mehrere bestellt. Wir haben dann nochmal, na komm mal her, eine Nummer größer, sieht man hier. Die habe ich mir auch noch bestellt. Und ja, natürlich noch eine Nummer größer. Weil, ja, es kommt ja immer darauf an, was man verschenken möchte. Das Schöne ist halt, man muss sie auch nicht nur zu Ostern benutzen. Die Stempel sind natürlich nur für Ostern gedacht. Aber die Becher kann man natürlich auch jederzeit zu irgendwelchen Anlässen verschenken. Je nachdem, wie man es gern möchte. Und ich mag sowas total gern. Ich mag es ja auch, Verpackungen auszustanzen, aber wenn man schon so vorgefertigte Dinge hat, total toll. Erleichtert einem so ein bisschen die Arbeit, wenn man unter Zeitdruck steht zum Beispiel. Und das Schöne finde ich, dass man direkt bei Bestellung auch Schnittmuster bekommt für die jeweiligen Becher, die man sich bestellt, um die Banderolen herzustellen. Richtig toll. Richtig toll, dann muss man sich nicht selber noch hinsetzen und da irgendwie rumschnürzeln und tun und machen. Eine super tolle Idee, das direkt dazu zu packen. So, und zu guter Letzt gab es auch hier wieder ein kleines Goodie, was ich immer total niedlich finde. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und hier haben wir, wartet mal ein bisschen, also ein Weihnachtskeks für dich. Hat man auch gleich wieder für die Weihnachtszeit einen kleinen Stempel. Ja, das war meine Bestellung bei Kreativ zeitlos. Dann möchte ich euch natürlich auch gerne wieder meine Stempel von Annes Stempeldesign zeigen aus meinem Abo. Da habe ich jetzt zwei Sets, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Da haben wir einmal den April. Ja, damit hinke ich jetzt ein bisschen hinterher, aber es ist ja auch nicht ganz so tragisch. Die lese ich euch jetzt nicht alle vor. Wer sich die Sprüche oder Texte, die hier draufstehen, in Ruhe durchlesen möchte, macht jetzt einfach mal Pause und dann kann er schauen. Ist ja alles kein Problem, aber ich mag die total gerne. Und dann haben wir hier noch den Mai. Auch die finde ich richtig schick. Gerade auch so wieder für Hintergründe. Hier haben wir noch so einen kleinen Mini-Klecks, auch total süß. Ja, richtig schön. Haben wir hier auch wieder für Muttertag noch was mit bei. Maifest. Was haben wir hier noch? Jetzt wird gegrillt. Ja, die Grillsaison fängt ja wieder an. Ja, also wer da immer noch nicht reingeguckt hat, also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Müsst ihr unbedingt mal reinschmökern. Und die liebe Anna hat jetzt auch schon online den Adventskalender für dieses Jahr zum Vorbestellen. Also ich überlege auf jeden Fall, ob ich ihn mir bestelle. Ich habe es letztes Jahr bereut, dass ich es nicht getan habe. Und ich denke, bestimmt ja, wird es dieses Jahr einer von Anne werden. So, dann habe ich nach langem, langem Warten bei der lieben Sammy Fiem nochmal bestellt. Und zwar hatte sie vor geraumer Zeit ja, Sticker-Sets bei ihrem Release mit dabei. Das ist jetzt, glaube ich, es war sogar Dezember, ne? Ich glaube, ja. Ich bin der Meinung, es war Dezember vor Weihnachten. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich nur ein einziges Set abbekommen. Die anderen waren ratzeschnell ausverkauft. Und sie hat jetzt endlich die Sets wieder aufgefüllt. Und ich habe sofort zugeschlagen, weil ich die echt toll finde. Und zwar haben wir hier als erstes, huch, jetzt habe ich euch schon gespoilert, haben wir hier die Zahlen. Wir haben immer ein Blatt mit schwarzem Hintergrund und ein Blatt mit weißem. Sprich, hier haben wir schwarze und weiße Zahlen drin. Und ja, finde ich, geht halt immer. Ne? Zahlen kann man immer mal gebrauchen. Und ich habe mir die jeweils immer zweimal bestellt, bevor die nachher wieder vergriffen sind. Ich hole mal die, aber ich glaube, die weißen sieht man hier eher schlecht. Warte mal, ich guck mal. Na, nun komm. Sind meine Finger heute so stumpf? Ja, sieht man nicht so gut, ne? Guckt mal. Kann man recht schwer erkennen, aber bei den Sprüchen gleich sieht man es gut.
Ja, die habe ich mir mitbestellt und in erster Linie ging es mir aber natürlich um diese Sets. Ich finde die so, so cool. Das ist auch das einzige Set, was ich damals bekommen habe. Ich habe es mir jetzt trotzdem zweimal mitbestellt. Und hier haben wir auch wieder richtig coole Sprüche immer mit dabei. Wie gesagt, wer gucken möchte, hält einfach kurz an. Weil es sind ja doch recht viele. Und ich finde, es geht auf einer Karte immer, ne? Man kann sich das auch auf ja, Moosgummi kleben, dass es ein bisschen erhöhter ist. Oder eben auf ein Stück Cardstock und dann auf die Karte bringen. Und das haben wir, wie gesagt, auch jeweils einmal weiß, einmal schwarz. Richtig cool. So, einmal dieses Set. Die haben auch einen Namen, aber ich kann euch die jetzt so gar nicht sagen, weil die hier nicht draufstehen. Aber wartet mal, ich habe die Rechnung hier neben liegen. Da steht es ja, denke ich, mal drauf. Kleinen Moment. Das müsste das Set. Ich glaube, das sind die Scrapbooking-Sprüche oder Art. Nee, Art Journaling ist das, glaube ich, nicht. Also es gibt ein Set Art Journaling-Sprüche, ein Set Scrapbooking-Sprüche und Geschenkesprüche. Ich kann euch jetzt aber so genau leider nicht sagen, welches welches ist. So, dann haben wir auch zweimal dieses Set. Auch super cool. Ich finde auch die Schrift hier richtig cool. Gefällt mir sogar besser als dieser, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin ja so ein Fan von so Druckschriften, wenn es eben halt darum geht, das in Kombination zu stellen auf einer Karte. Und da finde ich das immer ganz cool, wenn so die kleinen Texte dann nur so diese Druckschrift haben. Einmal dieses. Und dann gibt es noch ein Set, das müsste. Das ist das Geburtstagsset, das Glückwunschset. Das ist dieses. Finde ich echt toll. Lass die Korken knallen. Meinen herzlichen. Nee, was? Meine herzlichen. Ach, meine herzlichen Glückwünsche. Ja, richtig cool. Müsst ihr mal reingucken. Ich kann euch natürlich nicht sagen, ob die jetzt auch schon wieder ausverkauft sind, weil ich kenne die eine oder andere Bastlerin, die da auch wieder zugeschlagen hat und nicht nur zwei pro Stück bestellt hat. Kommt dann natürlich darauf an, wie viel vorrätig sind. Ja, das ist einmal das. Dann habe ich mir bei Mannys Bastelshop endlich mal von CC Designs ein paar Stempelsets gegönnt, die schon eine Weile auf meiner Liste standen. Die waren aber oft immer schon ausverkauft oder ja, mussten erst bestellt werden, wie auch immer. Und dann habe ich ja, bei Manny zugeschlagen, weil meine liebe Elena, die liebe Miss Ladybug, mich darüber informiert hat, dass die gerade da vorrätig sind. Vielen lieben Dank, meine Liebe. Und ja, deswegen habe ich mir die bestellt. Und zwar geht es um diese Swissies. Ich liebe ja die Swissies. Die habe ich ja wirklich schon, da habe ich schon vor Ewigkeiten mit angefangen. Und ja, die, an denen komme ich auch nicht vorbei. Und das ist das letzte Swissie-Release gewesen. Da haben wir hier einmal die Sweeter Sitter Swissies. Super süß. Einmal die. Dann gibt es, ich pack mal die anderen noch beiseite, dann gibt es die Groovy Swissies. Also ihr werdet die garantiert auch schon ganz oft gesehen haben in ganz, ganz vielen Hauls, garantiert auch auf Instagram schon ganz viele fertige, tolle Karten. Gibt ja ganz viele Bastlerinnen, die mit den Swissies arbeiten und auch wunderschöne Werke machen. Die sind aber auch, also wer an denen vorbei kann, ja, verstehe ich nicht. Also ich finde die total drollig. Und mich stört es tatsächlich nicht, dass die kein komplettes Gesicht haben, also dass Nase und Mund fehlt. Und mittlerweile haben ja schon viele gezeigt, dass man das auch hinzufügen kann. Und das sollte ja beim Kolorieren nicht das Problem sein. Ja, einmal das. Und mein liebstes Set aus dieser Reihe sind die Desert Swissies. Und das sind die. Die sind so toll. Alleine die hier oben schon mit der Erdbeere. Ich bin ja voll der Erdbeerfan. Und die ist echt traurig. Aber die da unten ist genauso süß. Ja, dann haben wir auch immer wieder schöne Sprüche mit dabei.
Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von englischen Sprüchen, aber es gibt halt welche, die versteht halt jeder. Ne? Cupcake, make me happy ist natürlich, ja, denke, kann sich jeder wortwörtlich übersetzen. So. Was haben wir denn noch Schönes? Ich habe, auch das ist aber auch schon ein bisschen her, bei JM bestellt. Also das ist wirklich schon eine Weile her. Da gibt es ja immer diese nette Kundeninformation, die man gleichzeitig als Designpapier nutzen kann, was ich richtig toll finde. Dann gab es dieses Dankeschön mit dabei. Einmal diese Rezeptestanze. Richtig cool. Und ich hatte mir bestellt. Na? Einmal diesen Hotfoil-Schriftzug. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ja seit einiger Zeit von Spellbinders die Hotfoil-Maschine und habe mir da den ein oder anderen Schriftzug schon zugelegt. Also viele von JM. Ja, und das sieht auch richtig schön aus, wenn man das dann auf einer Karte mit Folie draufbringt. Richtig cool. Dann habe ich mir eine ältere Stanze bestellt. Die war auch schon eine Weile auf meiner Wunschliste. Ich weiß gar nicht, warum es so lange gedauert hat, dass ich die mitbestellt habe. Und zwar ist es dieser runde Blätterkranz. Das sind ja so Dinge, die bei mir immer gehen, ob als Stanzen oder Stempel. Aber Stanzen finde ich halt mega cool. Der gefällt mir richtig gut. Muss mal gucken, dass ich den jetzt mal demnächst benutze. Dann habe ich noch ein, zwei Stempelsets bestellt. Da haben wir als erstes diese süßen Bienchen. Bin irgendwie voll im Bienenfieber. Ich weiß nicht warum, aber ich bin voll im Bienenfieber. Habe mir da auch noch bei einem anderen Shop das ein oder andere Papier bestellt. Das dauert aber noch ein bisschen, ehe das da ist. Aber die beiden sind zu süß. Hat die Blume einen Knick, war die Biene wohl zu dick. Und die Motive sind auch wirklich super schön groß. Richtig toll. Kann man auf einer ATC benutzen, kann man auf einer normalen Karte benutzen, Slimline-Verpackung, wo man möchte. Einmal die. Und dann durfte dieses super süße kleine Käferchen nicht fehlen. Den finde ich auch total drollig, auch wie er grinst. Und dann haben wir eben halt hier noch so diese Kleeblätter mit dabei und den Schriftzug viel Glück. Auch voll süß. Ja, und wieder auch eine super schöne Größe. Richtig cool. Und das letzte Stempelset im Bunde ist der Partybär. Da gibt es ja ganz viele von. Ich habe jetzt tatsächlich erst angefangen, mir so ein bisschen das ein oder andere von diesem Bärchen zuzulegen. Ich habe immer gesagt, also Bären sind eigentlich nicht so meins. Ich bin überhaupt kein Bärenfan. Aber den fand ich total drollig. Und ich glaube, eventuell, mal gucken, zieht der ein oder andere auch noch bei mir ein. Aber den fand ich richtig süß. Und der hat halt auch eine ordentliche Größe für eine Karte. Und dann haben wir den Ballon noch dabei. Der ist schon drollig. Kann man gar nicht, also dem will ich gar nichts abreden. Ja, das waren die Stempel. Und dann habe ich mir noch zwei Stanzen bestellt. Als erstes dieses Wellenset. Ich habe ganz viele Sets, ja, ob nur Rasenstanzen, ob Himmelstanzen oder Wellen auch. Also bin ich der Meinung, dass ich welche habe. Aber bei dieser finde ich halt richtig cool, dass die auch noch gestitcht ist. Und das finde ich richtig schön, wenn man das ausstanzt, dass der Rand noch diesen gestitchten Effekt mit drauf hat. Finde ich richtig cool. Und ich mag ja maritime Karten sowieso total gerne oder maritime Dinge. Und da geht so ein Wellenrand halt immer. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein Kartenauflegerset, wo ich überhaupt nicht dran vorbei konnte. Das finde ich richtig cool. Richtig, richtig cool. Guckt euch das mal an. Das nennt sich Notizzettel DIN Lang Mini Slim. Richtig cool. Guckt euch mal den Rand. Also hier diese gerissene Notizzettelkante. Dann haben wir auch hier wieder diesen Büttenrand gestitcht. Richtig cool. Und eben auch noch in Mini-Slimline-Format plus wieder
ganz viele verschiedene Extras dabei. Ja. Die werde ich definitiv jetzt in den kommenden Tagen mal benutzen. Ich muss mal gucken, vielleicht nehme ich euch da mit. Ansonsten, wenn nicht, seht ihr das Ergebnis ja auf jeden Fall auf meiner Instagram-Seite. Das ist das. Das war es auch schon von JM. Dann kommen wir mal noch zu Bastelwelt Schobes. Da habe ich auch noch, aber nur eine kleine Bestellung gehabt. Und zwar habe ich gesehen, ich bin ja auch ein großer Krealis-Fan. Und Krealis hatte jetzt auch diese Stanze. Also die Sachen liegen wirklich ganz lange schon bei mir. Ich weiß gar nicht, warte mal, ich kann es euch gleich sagen, von wann die Rechnung ist. März, Ende März, wisst ihr Bescheid. Also es liegt schon einige Wochen hier. So, einmal die fand ich richtig cool. Da haben wir hier auch zweimal die Auflegerstanzen und dann eben diese Puzzleteilchen. Ich bin echt gespannt, wie das ausgestanzt aussieht. Da kann man so coole Sachen mitmachen. Du kannst entweder das komplette Motiv, was du dir vielleicht vorher kolorierst, in komplette Puzzleteile ausstanzen. Du kannst auch ein Teil ausstanzen und einfach mit auf die Karte setzen. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das zu verwenden. Ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht. Das hat diese Artikelnummer. Seht ihr das? Bestimmt, ja. Müsst ihr mal gucken. Gibt es bestimmt auch woanders, außer bei Bastelwelt Schobes. Und ich bin ja ein absoluter Rub-On-Fan. Komme ich nicht dran vorbei. Das Problem ist einfach, die Sachen, die ich toll finde, sind fast immer ausverkauft oder man muss warten, bis sie da sind. So war es leider auch bei Bastelwelt Schobes, aber zwei konnte ich noch ergattern. Und zwar geht es um die Sets von 49 and Market. Diese zwei Farben habe ich mir dann noch ausgesucht. Die gibt es in ganz vielen Farben. Ich kann euch nicht sagen, in wie vielen, aber in ganz vielen Farben. Hatte mir aber nur hier zwei ausgesucht, weil es geht um andere Sets, die ausverkauft waren. Mal gucken, wann die mal wieder reinkommen. Und ja, ich liebe ja diese Kleckse. Ich liebe diese Schriften im Hintergrund. Blendet ein bisschen, aber ich denke, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Und dann haben wir noch diese Seite. Richtig cool. Also geht auch für alles, ne? Geht für Verpackungen, geht für Karten. Ich nutze es gerne für meine Gießarbeiten. Richtig toll. So, und dann haben wir es einmal noch in dieser Farbe. Im Endeffekt sind das, glaube ich, sogar komplett, ja, sind die komplett selben Motive, eben halt nur in einer anderen Farbe. Und es gibt es noch in Grün, ich glaube in Gelb, in Braun, in sämtlichen Farbvarianten. Richtig schön. Also wer die Marke nicht kennt, 49 and Market. Machen richtig coole Rub-Ons. Das war es auch schon von Bastelwelt Schobes. Ich habe natürlich noch meine große Bestellung bzw. meine gesammelten Bestellungen von Kreativdepot, möchte euch aber vorab gerne noch eine Bestellung zeigen, die ich hier immer noch liegen habe von Simones Bastelkram. Und dann habe ich hier noch ein Teilchen, die habe ich in der letzten Bestellung vergessen, euch zu zeigen. Da habe ich mir diese super süßen Mini-Breads, ich nenne es, sind ja Breads, ne? Heißen die Breads? Ja, Breads rund von Raya. Oder Raya, nee, ich denke mal, es heißt Raya. Die sind ganz, ganz zierlich, total süß. Und so ja, individuell einsetzbar für so viele Dinge. Total cool. Die hatte ich hier noch liegen, die sind mir irgendwie, ja, abhanden gekommen. So, und ich würde sagen, wir machen einfach da gleich weiter, wo wir gerade aufgehört haben, und zwar bei Rub-Ons. Und zwar habe ich hier ein richtig schönes Set von A Prima Marketing. Das ist ein großes Set. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Das hier ist A5 und da sieht man mal den Unterschied. Also ist so ein von der Größe oder von der Länge her ein bisschen größer als A4. Oder, nee, das Papier, denke ich, ist A4. Ja, super schön. Ich habe es mir besch Also die Motive sind relativ groß. Da muss man gucken, wofür man die benutzt. Aber ich fand halt auch diese Farbe richtig schön. Dieses Flieder und Mint und richtig, richtig schick. Und dann haben wir da auch Schriftzüge dabei. Und hier auf der Rückseite. Also es sind drei Blätter. Man hat hier auch einen. Ich mache es einfach mal auf. Knister, knister. Man hat hier auch ein Falzbein mit drin. Jetzt klebt mir das hier fest. Wartet mal. Geht gleich weiter.
So. So, dann hat man hier dieses Holzfalzbein, also schon ein bisschen kräftiger. Aber man kann auch wirklich normale Falzbeine, die man zu Hause hat, schon benutzen. Je nachdem, aber das ist auch ganz cool. So. Und dann haben wir, wie gesagt, einmal dieses. Das hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Dann haben wir noch das. Auch süß. Also diese Kanne finde ich und den Briefumschlag finde ich total drollig. Gefällt mir richtig gut. Und das finde ich auch richtig schön. Das wird definitiv für meine Gießarbeiten mitgenutzt. Ganz viele Blüten. Also die Farbkombi finde ich auch wunderschön. Ja, das ist das. So. Mal gucken, ob wir das jetzt hier ohne... Ja, passt alles wieder reinkriegen. Das ist einmal dieses Set. Und dann habe ich noch ein paar Sets von Stamperia gefunden. Da gibt es einmal dieses. Das sind wieder kleinere Sets, aber auch die sind richtig hübsch. Und das Problem ist halt, egal wo man guckt, die sind immer fast überall weg und ausverkauft. Ich glaube, hier ist nur ein Papier drin. Wartet mal. Na, ja, ist nur dieses eine. Aber auch richtig niedlich. Einmal das und dann gibt es eins, was ich mir gleich zweimal bestellt habe. Wegen diesen ganzen hübschen grünen Blätterranken. Seht ihr das? Ich halte es mal lieber so. Hat mir auch richtig gut gefallen. Richtig schön. Ja, wie gesagt, also Rub-Ons kann ich nie genug haben. Dann habe ich noch ein paar Sets. Guck mal hier. Von Crafters Companion. Da gibt es einmal dieses. Also es ist alles sehr frühlingshaft und bunt. Aber das fand ich auch total niedlich. Da haben wir wieder zwei Papiere drin. Richtig schön. Und einmal dieses Set. Das finde ich auch toll. Also da finde ich auch die Farben richtig schön. Finde ich auch super schön für ja, so Hochzeitssachen, die man verschenken möchte. Kleine Tellerchen oder Kerzenständer, wie auch immer. Ist ja vielseitig einsetzbar. Aber richtig schick. So, und dann gab es eine Fehllieferung. Und zwar wurde mir dieser Rub-On-Bogen geschickt. Ich muss gestehen, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich muss ihn jetzt aber auch nicht zurückschicken. Also ich darf ihn behalten. Und zwar wurde das verwechselt mit diesen. Ich hatte mir von Tim Holtz diesen, ja, es ist halt das Rub-On-Tool. Damit kriegt man eben die Rub-Ons übertragen. Man hat ja immer überall diese Holzspatel oder wie auch immer mit dabei. Und der ist halt richtig aus Metall. Kriegt den jetzt schlecht raus. Da haben wir hier einmal so diese Genubbelspitze. Seht ihr das? Wartet mal. Da. Für so kleine Stellen. Und einmal diese Spitze. Und ich habe gedacht, so für so, ja, als Dauertool finde ich das natürlich richtig cool. Hatte mir das bestellt. Das war in der Bestellung nicht dabei. Dafür war eben dieser Rub-On-Bogen mit drin. Hatte dann die liebe Simone angeschrieben, war auch gar kein Problem. Und hat gesagt, ich darf den behalten und hat mir dann noch mein Tool hinterhergeschickt. Mal gucken. Also wie gesagt, ich kann mit dem hier nicht viel anfangen. Der ist echt cool, klar. Die Zahlen sind auch cool. Oder mal gucken, vielleicht benutze ich auch die Zahlen. Das weiß ich noch nicht. Aber ich denke eher, dass ich den mit in meine Geschenke Kiste oder Überraschungskiste mitpacken werde. Ich habe ja hier eine Kiste mit ganz vielen Sachen drin, die ich ja mal so in Überraschungsposten packe oder Verlosung oder. Vielleicht geht ihr auch in die Verlosung mit rein. Gucken wir mal. So, das war das. Dann habe ich noch, das war leider so ein kleiner Irrkauf. Und zwar habe ich mir ebenfalls, weil ich dachte, dass das Rub-Ons sind, sind es aber nicht. Warte mal, jetzt gucke ich mal gerade. Ist dasselbe, genau. Und zwar von der Firma Dress My Craft. Die kenne ich von so Schüttelelementen. Hab, wie gesagt, gedacht, dass das auch Rub-Ons sind. Sind es aber nicht.
Und zwar sind das Motive, die du eben wie Wasser, also das ist Wasserschiebefolie, die schiebst du von der Folie runter. Ist jetzt aber auch nicht tragisch. Absolut nicht. Also auch für meine Gießarbeiten gar kein Problem. Kann ich dafür verwenden. Muss ich halt mal gucken, einfach mal ausprobieren. Ja. Für Karten aber eher doof. Also es sei denn, man arbeitet mit Watercolor-Papier. Dann denke ich, sollte man es auch hinkriegen. Aber ich denke, ich werde es dann eher für meine Gießarbeiten benutzen. Das ist wirklich auch ein großer Bogen. Ja, das sieht man ja ganz gut, glaube ich, bei den anderen. Und dann habe ich noch drei mit ganz zuckersüßen Motiven, die ich, ja, ich fand die einfach drollig und habe eben gedacht, dass das Rub-Ons sind, aber es ist ebenfalls also dieselbe Art und Weise wie dieser Bogen. Aber guck doch mal, sind die nicht süß? Die sind so niedlich. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Ob ich das. Also wie gesagt, ich hätte sie schon gerne eigentlich unter anderem auch für Karten genommen, aber ich denke, das wird dann eher nur so für Gießarbeiten. Aber da muss ich halt mal gucken, wo ich die dann verwende. Das weiß ich noch nicht genau. Da bin ich ja doch eher so der blumige, rankige Typ und ja. Aber auch die fand ich zuckersüß. Guckt euch den mal an. Ist der nicht niedlich? Oder eher hier. Ach Gottchen. Ja, konnte ich nicht dran vorbei. Voll süß. Ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es keine Rub-Ons sind. Also da stand aber Rub-Ons drin in der Beschreibung. Ist aber wie gesagt alles Wasserschiebefolie. So, und dann haben wir hier noch diese ganzen Heißluftballons mit den ganzen süßen Tierchen. Finde ich total niedlich. So für Geburtstagskinderkarten oder für Einladungskarten oder. Muss man aber eben halt gucken, weil man, also das sieht man hier hinten, ne, dass man da mit Wasserschwamm arbeitet und das dann abzieht. Mal gucken, ich probiere es einfach mal aus. Wer sich dafür interessiert und ja gerne wissen möchte, wie die sich dann nun verarbeiten lassen, auf welchen Materialien, kann mich ja dann gerne mal anschreiben und dann kann ich euch dann gerne eine Nachricht schicken, wenn ich das mal ausprobiert habe und euch mitteilen, wie es gelaufen ist. So, und dann habe ich noch ein Stencil bestellt. Und zwar ist das dieser hier. Auch total schön. Habe ich den schon offen? Nee, ich mache ihn mal auf. Ich bin ja so auch voll der Kleckse-Typ und so. Der ist jetzt halt relativ klein, also der ist jetzt ein bisschen kleiner als 15 mal 15, würde ich sagen. Wartet mal. Oh, ich sehe gerade, der Stencil ist sogar noch kleiner als die Verpackung. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Oh, nee, doch nicht. Aber 5 mal 5? Also passt, denke ich. Wartet mal, ich hole mal. Moment. Ich hol mal so ein 15 mal 15 Block. Also ist halt wirklich, sieht man ganz gut, ne? Ja, doch, ist schon ein ordentliches Stück kleiner. Aber ich krieg das, also das kriegt man trotzdem hin. Das ist gar nicht das Problem, denke ich. Für die Kartengestaltung, dann versetzt man sich die nochmal. Aber ich fand den halt richtig cool, ne? Also ich finde die Kleckse toll. Die sind nicht so riesengroß und dann halt auch diese ganzen kleinen dazwischen. Den fand ich schön. Und Stencil gehen bei mir auch irgendwie immer. Ich arbeite ganz viel mit Stencil. So, na, gehst du da wieder rein? Sehr schön. So, und dann sind wir auch schon so gut wie beim Ende von Simones Bastelkram. Aber ich habe mir noch, also unter anderem für mich, ich hatte da auch für meine Überraschungspakete, die ich hier schon verschickt hatte und die auch schon alle angekommen sind vor geraumer Zeit, die auch mit reingepackt, weil ich da einfach drauf schwöre. Und zwar habe ich mir nochmal von Scrapbook Adhesives, wie auch immer das heißt, diese 3D-Foam Pads gekauft. Da haben wir einmal einen Bogen mit diesen kleinen drin und einmal einen Bogen mit den großen. Die finde ich richtig cool. Ich liebe das, dass die alle so einzeln ablösbar sind und man die nicht alle eng an eng und dann kleben die aneinander und nee, ist nicht meins. Also die liebe ich. Ich weiß durch die liebe Elena, dass es die auch von Raya gibt. Da müsste sie mir einfach mal mitteilen oder wäre nett, wenn sie mir mal mitteilen könnte, wenn sie so lieb wäre.
wo sie die immer bestellt. Die habe ich so jetzt nämlich noch nicht im Internet gefunden. Ich hatte durch Zufall gegoogelt, dass es die wohl bei Pflanzenkölle auch gibt. Wir haben ja hier Pflanzenkölle bei uns im Ort und ich war auch da. Und die haben ja auch die Reiher-Marke, die vertreten die ja. Aber die gab es natürlich nicht. Nur diese ganz einfachen 3D-Pads und die wollte ich ja nicht. Ja, das war's mit meinem kleinen Haul. Ich habe hier noch so zwei kleine Dinge, die ich mir bei DM mitgenommen habe. Und zwar gibt es wieder hier so ein paar hübsche neue Sticker. Ihr wisst ja, ich sammle diese Sticker-Sets total gerne. Und jetzt ist ja die Hochzeitszeit wieder ran. Da haben sie wieder drei verschiedene. Ich habe mir aber nur dieses eine mitgenommen mit diesen ganzen Herzchen. Ich fand auch die Farbe recht schön. Einmal das. Und Gugelhupfförmchen habe ich mir mitgenommen. Diese hier. Aber nicht zum Backen. Also mal gucken. Ich denke, ich werde die aufteilen und bestimmt auch welche zum Backen nehmen, weil ich das ganz niedlich finde, wenn man da jemandem mal so ein kleines Mini-Geburtstagstörtchen oder so schenkt. Aber nein, für mich sind die eigentlich gedacht für meine Gießarbeiten. Ich denke, der ein oder andere, oh, sind die anderen runtergefallen? Der ein oder andere weiß wofür und kennt das bestimmt. Also ich denke, ich werde es als Form für Kerzenständer benutzen. Dass man das ausgießt und dann kann man hier oben das Kerzchen reinstecken. Wer daran Interesse hat, zu wissen, was dabei rauskommt, kann ja auch mal einen Kommentar hinterlassen. Ich weiß, der ein oder andere möchte auch gerne noch sehen, was ich an Gießform habe. Ich hatte ja erwähnt, dass ich damit angefangen habe und mir einige Gießformen zugelegt habe. Dieses Video wird auch noch folgen, wo ich euch nur die Gießform zeige, für die, die da Interesse dran haben. Und genau die können ja, wenn sie möchten, einen Kommentar hinterlassen, wenn sie daran interessiert sind, mal zu sehen, wie diese fertigen Kerzenständer dann aussehen können. So, ihr Lieben, Kreativdepot zeige ich euch in einem separaten Video, weil das doch so zwei, drei Sachen sind. Und ich möchte den Rahmen hier nicht wieder sprengen. Wie ihr seht, es war ja doch wieder eine ganze Menge. Hat sich ja aber, wie gesagt, einige Zeit angesammelt. Und ja, lass die Eindrücke jetzt erstmal wieder fließen. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns definitiv im nächsten Video wieder. Ihr Lieben, es war schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich über jedes Däumchen, was ihr da lasst. Und habt ihr Fragen oder Anregungen, wie auch immer, setzt es unten in die Kommentare. Ich lese jedes Kommentar und werde auch zeitnah, soweit es mir möglich ist, auf jedes Kommentar antworten. Wie gesagt, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt noch einen schönen Feiertag, einen schönen Herrentag, Vater-Männertag, wie auch immer. Bleibt alle gesund und munter. Genießt das Wetter, es wird jetzt endlich warm. Und ja, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Eure Miss Crazy Girl. Tschüss.